Wahrheit muss sein. Ist nie schwarz und weiß, ist nie kalt und heiß. Zwischen den Zeilen ist das Leben daheim. Die Geschichten, sie stehen zwischen den Zeilen. Ja, hallo, ich bin der Peter Kaff. Dem einen oder anderen bekannt als Liedermacher und als Singer-Songwriter. Ja, ich bin heute hier da im Lustgarten in Klagenfurt, wo ich mich gern einfinde, um ein bisschen kreativ zu sein, ein bisschen Musik zu machen. Hin und wieder entsteht ein Lied auch hier und es ist halt auch mein geliebtes Klagenfurt und wenn auch nicht zentral unbedingt gelegen, aber es ist ein Lieblingsort, zu dem ich immer wieder gern komme. Aber als Klagenfurter gibt es natürlich auch für mich ganz schöne Plätze in der Stadt. Das ist der Bereich um das Stadttheater. Das ist natürlich der alte Platz, der wunderschön sozusagen im Sommer sein Flair versprüht. Ja, und heuer haben wir natürlich ein Gedenkjahr, 500 Jahre Klagenfurt. Und da gibt es halt dann die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Ich erzähle meine Geschichte auf meine Weise und das ist dann immer in Form von meiner Musik. Ja, eine Geschichte, die mich mit Klagenfurt verbindet, geht auf meine Jugendzeit zurück. Damals gab es dann diesen ganz neuen, wunderschönen Europapark und die Verkehrsmittel waren damals noch nicht so ausgestattet. Man hat da verschiedene Möglichkeiten suchen und finden müssen, um da an den Wörthersee zu gelangen. Und jedenfalls erinnere ich mich heute noch so gut, dass ich da mit Freunden unter meiner Clique damals, Jugendclique, einen Treffpunkt ausgemacht habe. Und letztendlich haben wir einen Treffpunkt im Europapark ausgemacht. Gefunden haben wir uns nie. Wir sind herumgeirrt durch diesen wunderschönen Park und es war eigentlich, ließen wir uns damals treiben und das ist dann bis in die Abendstunden gegangen und der Europapark ist mir damals richtig ans Herz gewachsen, aber ich habe meine Freundin nie getroffen. Aber natürlich war das auch dem Umstand geschuldet, dass ich ein gebürtiger Unterkärntner bin, ein gebürtiger Völkermarkter, der Region auch sehr verbunden. Ja, und wenn ein solcher dann einmal in die große, weite Welt geht und nach Klagenfurt kommt, dann ist es halt nicht so leicht, damals in einem Zeitalter, wo es eigentlich kein Navigationssystem gegeben hat und auch keine Handytelefone, da war man darauf angewiesen, was hat man ausgemacht und was wiegt es, das hat es. Und wenn man nicht aufgepasst hat, so wie es halt bei mir öfters der Fall war, dann ist man halt irgendwo des Nachts gelandet. Ich kann mich erinnern, ich bin dann in einem Lokal gesessen und habe vergeblich versucht, irgendwie Kontakt zu meinen Freunden zu finden. Wir sind in einem anderen Lokal gesessen und so ist dieser Abend verstrichen und ich bin dann wieder, glaube mit dem Bus von Klagenfurt wieder nach Völkermarkt gefahren. Und dann erinnere ich mich auch, als Jugendlicher hat es mich dann hin und wieder nach Klagenfurt verschlagen, weil damals war ich ganz modern, einen Tanzkurs zu besuchen und den habe ich bei der Tanzschule Eichler besucht. Da bin ich auch mit dem Bus immer vom Völkermarkt nach Klagenfurt gefahren, 15, 16-Jährige und da erinnere ich mich, da war diesen Spirit haben wir damals alle in uns getragen, vom John Travolta, jeder wollte diesen John Travolta Tanz beherrschen und das hat mich dann auch in den späten 70er Jahren einige Male und etliche Male nach Klagenfurt gebracht und das, da erinnere ich mich noch an diese wirklich ganz scharfe ganz scharfe Vorgangsweise beim Tanzkurs. Da war wirklich eine Etikette gefordert und als junger Mann aus dem Völkermarkter Bereich war das natürlich ganz was Spannendes in Klagenfurt. Da hat man sich eher so in der zweiten Reihe wiedergefunden und war am Sondieren, wie sozusagen der großstädtische Klagenfurter tickt und da habe ich mir halt auch schon die ersten Sachen irgendwo abgeholt. Klagenfurt ist eine Kulturstadt. Klagenfurt bietet ein reichhaltiges Kulturprogramm. Ich gehe eigentlich selbst sehr gerne auch immer wieder in die Veranstaltungen des Stadttheaters. Ich glaube, dass auch hier ganz tolle Produktionen stattfinden und Klagenfurt ist eine pulsierende Stadt, eine Stadt, wo man die Kultur und die Kunst eigentlich, wenn man wirklich bewusst durch die Stadt geht, an jeder Ecke der Kunst und Kultur begegnet. Ja,
Ja, mein perfekter Tag in Klagenfurt schaut so aus, mich ein bisschen durch die Stadt treiben zu lassen. Natürlich im Sommer die unzähligen Gasthäuser und Sitzgärten in der Innenstadt. Aber was Klagenfurt gegenüber eigentlich den anderen Landeshauptstädten hat, Klagenfurt liegt am See und das ist ein wirkliches Juwel, dieser Wörthersee. Da vergeht eigentlich keine Freizeit, die ich in Klagenfurt verbringe, wo ich nicht dann bei jedem schönen Wetter schaue und danach tracht, am Wörthersee zu sein. Und der Wörthersee bietet sehr, sehr schöne, bekannte, aber auch versteckte Winkel. Klagenfurt und der Sport ist eine Symbiose. Es gibt unzählige Sportler, die in dieser Stadt trainieren, die den Weg hinaus in die Welt gefunden haben. Marco Rohlich, um einen zu nennen, ich glaube, er lebt auch in Klagenfurt und der KC als ein Aushängeschild der Stadt Klagenfurt. Also da gibt es schon einiges, was die Stadt vorzuweisen hat. Ja, Klagenfurt und die Kulinarik bedeutet für mich eigentlich schon ein bisschen auch die Küche des italienischen Raums, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin ein Fan der italienischen Küche. Vorwiegend könnte ich Nudeln und Spaghetti in jeder Art und Weise und Form essen. Davon kann ich mich ernähren. Und sonst natürlich auch die bodenständige Küche, die man in Kärnten kennt. Aber es sind dann auch wieder die Kärntner Nudeln. Wenn eine gute Fee käme und man hätte für Klagenfurt einen Wunsch frei, dann wäre es eigentlich so, sich zu wünschen, dass die Entwicklung Klagenfurts sich weiter so ergibt wie bisher, dass diese Stadt diesen Spirit weiter hinausträgt, den wir eigentlich in der Alpen-Adria-Region ja leben. Den Spirit des weltoffenen Klagenfurts, den Spirit der Begegnung von vielen Kulturen in Klagenfurt und dieser Geist, der sozusagen auch hinausgetragen wird und die Leute, die zu uns als Touristen kommen, beseelt, dass wir ein weltoffenes, freundliches Klagenfurt und Kärnten sind. Zwischen den Zeiten Leben daheim, die Geschichten sie stehen zwischen den Zeilen. Cool.